Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei seid, wenn ich hier in meiner Küche versuche zu kochen. Ich war Mittwoch bei YouTube auf Suche nach anderen Kanälen, damit ich einfach mal so ein bisschen Inspiration auch habe. Und da habe ich einen Kanal gefunden, den finde ich persönlich hammergeil, und zwar Ahmet kocht. Ahmet, das hört man ja schon, ist wohl türkisch. Und türkische Küche oder griechische Küche, das ist total mein Ding. Und Ahmet kochte Lahmacun. Und dann habe ich mir das angesehen. Und da habe ich auch mit Ahmet, der auch bei Facebook ist, also den könnt ihr auch gerne abonnieren, habe ich mir das angesehen und habe gedacht, Mensch, das muss ja auch mit dem Thermomix gehen. Und deswegen werden wir das heute testen. Ich habe mir jetzt mal grob hier alles hingelegt und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir machen zuerst, sag ich mal, die Verarbeitung vom Hackfleisch. Wir brauchen dafür, ich sag mal, was ich mache, die Schritte, ich werde das nachher alles nochmal zusammenfassen. Ich habe zwei Zwiebeln. Die habe ich erstmal halbiert, die kommen hier rein. Und dazu fällt mir ein, Knoblauch wollte ich noch haben. Den habe ich hier auch irgendwo. Knoblauch. Hier ist der Knoblauch, da gebe ich jetzt rein. Ich guck mal, 4. Ich mach mal 6 Zehen Knoblauch und die Zwiebel. Das mache ich jetzt mal 6 Sekunden auf 6. Ja, war ich zu schnell, ist klar. War ich wieder zu schnell? Jetzt habt ihr schon gehört, dass vorher der Leerlauf schon an war. Jetzt gucke ich mal kurz rein. Ja, das ist ja mega klein. Super. Aber ich schiebe nochmal runter, mach nochmal an. Nochmal auf 6. Das waren jetzt nochmal 2 Sekunden hinterher. So, das kommt schon mal raus. Fülle ich erstmal um in eine Schüssel. Ihr müsst jetzt auch nicht pingelig sein, was hier das Saubermachen angeht vom Thermomix, weil das kommt sowieso nachher zusammen. Ich mache es jetzt nur mal einzeln, weil, wie gesagt, noch nie gemacht und muss mich da auch mal reinfinden. Dann habe ich so eine ganze Handvoll Petersilie. Die mache ich jetzt auch mal rein. Die Petersilie auch klein machen, 5 Sekunden auf 5. Oh, riecht geil, aber ist noch nicht klein genug. Ich drehe noch mal auf 10, mache ich noch mal 5 Sekunden. Schon wieder so Wein. Oh, ja, das ist perfekt. Boah. Dass ich da so empfindlich bin. Ja, kleiner hätte ich es mit der Hand auch nicht gekonnt, also Wahnsinn. So, auch umfüllen. So, zack, so, jetzt kommt erstmal der Rest. Ich habe hier, zack, kleine Frühlingszwiebeln, das waren 3 Stück. Dann habe ich 3 grüne Paprika und 2 rote Paprika. Das kommt jetzt hier rein. Zack. Dann muss ich mir hier erstmal die Augen trocknen. Für empfindliche Leute, so wie mich, würde ich raten, das mit den Zwiebeln und dem Knoblauch erst am Schluss zu machen. So, der ist jetzt auch schön voll, der Thermi. Und jetzt machen wir mal Stufe 5. Das soll auch noch, ja, ein bisschen gewürfelt sein, ne? Ja? 5 Sekunden auf 5 lang. Ist perfekt. So. Auch umfüllen. Oh, das ist super. Das wird ein Hammer. Mhm. So. Jetzt auch rausgeholt. So,
Jetzt habe ich hier so kleine Chilis. Hier. Kommen hier mal dazu. Mein Mann mag es ja besonders scharf. Da machen wir jetzt auf 5, 3, 4 Sekunden. Hier wieder schön klein gemacht. So, das sind jetzt 5 Sekunden. So, und jetzt brauchen wir 700 gemischtes Hack. Sehr viele sagen, oh, das macht man auch mit Lammhack. Ich nicht. Dann hätte ich hier erst wieder zum Türken gemusst. Das war mir jetzt zu weit. Kommt hier die erste Packung erstmal ein bisschen rein. Das wird also wirklich so ein Bret, ne? 700 sollen das sein. 6. So, und 700. Jetzt brauche ich... Hack habe ich drin. Dazu kommen jetzt eine Dose gewürfelte Tomaten. Kommen jetzt zum Hack dazu. Sehr gut. Dann brauchen wir Tomatenmark. Ich muss das mal kurz für euch abmessen, wie viel ich da nehme. Also Tomatenmark werde ich 20 Gramm, ja, zack, 20 Gramm nehmen. Dann habe ich hier Chilipulver. Es ist so wenig, dass es nicht anzeigt. Chilipulver würde ich aber 2 Teelöffel nehmen. Das waren jetzt sicher 2 Teelöffel, die ich da reingeknallt habe. Dann für die Farbe Paprika. Süße Paprika, sprich edelsüß. Da mache ich also wirklich viel. Da würde ich sagen, das sind schon 2,5 Esslöffel. So, Paprika drin. Chilipulver drin. Dann fehlt uns noch Salz. Salz, ich bin ja nun salzfanatisch, hätte ich bald gesagt. Nehme ich 10 Gramm. So, jetzt lasst mich sortieren. Das haben wir eigentlich alles drin, was muss. Und jetzt kommt alles, was wir vorher klein gemacht haben, dazu. Ich hoffe, dass das hier reinpasst. Sonst mache ich das in 2 Schwüngen. Und das muss jetzt wirklich so zum Bret verrührt werden, sag ich mal. Ich mache das im Linkslauf. Ja, oh, das passt aber exakt durch. So, zack. Also, wir rühren mal im Linkslauf. Ich sag mal, 1 Minute auf Stufe 2. Ich habe vergessen zu sagen, dass ihr bitte mit dem Spatel auch ein bisschen mitrühren sollt. Es ist mir persönlich noch nicht genug vermischt. Deswegen gebe ich jetzt noch mal was drauf. Noch mal eine halbe Minute auf 4 und schön mit dem Spatel rühren. So. Jetzt ist das wunderbar vermengt. Ich fülle es mal um. Klasse. Ahmed, ich hoffe, du siehst das und guckst dir das an. Ich glaube, du brauchst auch einen Thermomix. Guck mal, wie flott das jetzt ging. So. Toll. Ich rühre noch einmal so. Das Schöne ist, also es ist wirklich super verteilt. Dann hat man mal ein bisschen größere Stücke, dann ganz feine kleine. Es ist wirklich toll. Und das soll auch ein schön, ich will immer sagen Teig, das soll so eine schön fluffige Hackfleischmischung sein. Guckt euch das bitte mal an. Ist jetzt alles drin. Damit sind wir mit dem Hackfleisch fertig. Ich möchte es aber mal so probieren, wie es geschmacklich von den Gewürzen kommt. Oh, geil. Und scharf.
toll. Das schmeckt schon super. Kann mir sehr gut vorstellen. Ich stelle das jetzt 10 Minuten zur Seite und in der Zeit machen wir den Teig für unsere Nachbarn. Bis gleich. So, das Hack habe ich jetzt erstmal weggestellt und habe hier meinen Mixer ein bisschen geputzt. Und jetzt benötigen wir 350 Wasser. Na, reicht mir das? Nein, fehlen 10 Gramm. So, und das Wasser, das bringen wir jetzt erstmal auf Hefetemperatur, hätte ich fast gesagt, auf Wohlfühltemperatur, weil gleich Hefe hinzukommt. Also mache ich das Ganze 2 Minuten auf 37 Grad Rührstufe. Ja, ist schön lauwarm. Jetzt wird das ja eigentlich mit frischer Hefe gemacht und ich war wieder so schusselig einkaufen, habe keine frische Hefe gekauft. Ich habe jetzt aber hier noch eine Tüte. Damit versuche ich es jetzt auch. Also sprich, eine Tüte Hefe hier rein. So. Dann kommt hier Salz rein, 5 Gramm. Dann ein Schuss Öl. Sind 30 Gramm. Und dann benötigen wir 700, also das Doppelte vom Wasser, 700 Mehl. So, jetzt bin ich natürlich ganz schwer gespannt, wie lange das dauert, bis der Termi hier einen Teig raus hingekriegt hat. Also ich drehe das Ganze jetzt, ich mache Deckel zu. Stell 5 Minuten einfach mal ein. Ich gucke jetzt immer zwischendurch natürlich, wann es soweit ist, auf Teigstufe. So, 2 Minuten sind rum, aber der Teig ist fertig. Ich drehe einmal oben ein Rädchen. Das ist das Einzige, was drin hängen geblieben ist. Guck mal. Oh, hoppla. Sag mal, habt ihr das jetzt gesehen? Jetzt habe ich mir hier noch den Kopf gestoßen. Oh, nee, du. Jetzt arbeite ich ihn einmal kurz hier mit der Hand durch. Ich muss nur einfach mal sehen, wie er ist. Ich muss sagen, ist nicht schlecht. Ich mache jetzt eine schöne Kugel. Dann lege ich ihn nochmal zum Ruhen. Circa 20 Minuten an einem warmen Ort. So, meine Lieben, Teig hat jetzt eine halbe Stunde an einem warmen Ort geruht. Und es ist echt ein schöner Teig. Ich habe hier jetzt mal einen Teil abgemacht. Und ich versuche jetzt einfach mal daraus ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wie Pizza im Endeffekt, ne? Werde ich mal versuchen, das hier zu bearbeiten. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Hier mal. Na. Gucken wir mal, wie platt wir den kriegen. Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, wenn die nicht zu dick sind. Da muss ich mich jetzt erstmal rantesten. Das waren jetzt, ich habe es jetzt im Endeffekt so gemacht, habe das gewogen und habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich so ein Teigrolling hier soll 120 Gramm haben. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ihr könnt ganz viele große machen, ihr könnt auch ganz viele kleine machen. Das ist gehoppt wie gesprungen. Mal gucken, ob ich den hier am besten gerollt kriege. Ehrlich gesagt geht es sehr gut. Wundert mich selber. Der ist nicht schlecht, der Teig. Durch die Hefe, das zieht sich jetzt natürlich auch immer so durch die Kleberstoffe. Schön. Hoppla. Ganz geschmeidig. Ich brauche echt mal so ein, wie sagt man, so ein Rollholz. Finde die besser als dieser Teigroller. Ja, das ist schön. Die sind auch schön platt jetzt. Die müssen nicht hundertprozentig rund sein oder so. Das ist total egal. Ihr müsst halt im Endeffekt selber wissen, was ihr nachher machen wollt. Wollt ihr die ganz lang rollen? Aber so ist schön. Ja, das ist echt. Guck mal. Der ist klasse. Schade, dass ihr es nicht fühlen könnt. Aber ich bin angetan. Ja, der kommt jetzt aufs Blech. Ich hole mal unser Blech.
schön. Jetzt mache ich noch einen zweiten für daneben. Muss ich jetzt natürlich wieder wiegen. Wie gesagt, ich wollte so circa, boah, dass es so 120 Gramm sind. Das sind hier zum Beispiel 125. Ich meine, das ist jetzt nicht dramatisch. Schön mit Mehl arbeiten. Der sollte da auch drauf passen. Ja. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kommen wir zu unserer Hackfleischmischung. Normalerweise in Amits Rezept war da auch Öl drin, aber das habe ich mal weggelassen. Das war ein bisschen zu viel Öl. Jetzt wird die hier drauf verteilt. Und ich sage euch, es riecht auch wirklich richtig türkisch. Hört sich jetzt total bekloppt an. So. Und das Ganze wird dann bei 250 Grad auf der mittleren Schiene gebacken. So circa 6 bis 8 Minuten. Da müsst ihr dann immer mal gucken. Je nachdem, wie dick ihr natürlich hier den Teig drauf verteilt habt. Aber ich muss sagen, es geht wirklich sehr, sehr gut. Und bei mir gibt es das dann nachher. Ich mache so Salatstreifen und noch eine schöne Joghurtsoße. Je nachdem, was ihr gerne mögt. Kommt der Salat drauf mit der Soße, wird zusammengerollt und wenn das nicht lecker ist, dann weiß ich es auch nicht. Boah, toll. Na, hier habe ich vielleicht ein bisschen viel jetzt genommen, aber macht nichts, kriegt mein Mann. Der findet viel immer gut. So. Und das geht jetzt in den Ofen. So sieht's aus. Mal sehen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich habe also den Teig ausgerollt, immer so 2-3 Esslöffel vom Hack raufgegeben, verteilt und dann prinzipiell 10 Minuten im Ofen gelassen bei 250 Grad. Und das ging mir nicht schnell genug, dann habe ich zwischendurch nochmal auf 270 hochgedreht. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und vor allen Dingen, es schmeckt richtig geil. Ich habe die jetzt natürlich riesengroß gemacht und nicht optisch schön. Hier seht ihr jetzt mal einen davon, den rolle ich mir gleich. Aber geschmacklich der Hammer, der Hammer. Ahmed, vielen, vielen Dank für das Rezept. Ich empfehle dich weiter. Ihr könnt alle gerne mal reingucken bei Ahmed kocht. Hat mir richtig gut gefallen und von da werde ich mir sicher nochmal was abgucken. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Thermosternchen.